So, willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi 64 Trolling Edition. Wandsprung Examiner. Ah, okay, das war. Ich weiß schon wieder, was das war. Das war nervig im letzten Part. Und ist seitdem noch keinen Deut besser geworden. Oh, ich habe die Münze erwischt. Ich probiere jetzt mal die, weiß ich nicht, 16 roten Münzen oder keine Ahnung, wie viel das sind. Auf jeden Fall viel zu viele, meiner Meinung nach. Ich probiere hier mal alle irgendwie zu erwischen. Natürlich ist ja nicht jeden Ding der Unmöglichkeit. Das war mal Münze Nummer 2. Irgendwie mal das, was der ganz ablasten wäre, hilfreich. Dann könnte ich auch irgendwo stehen. Wow. Was war. Alter, ich war gerade invisible. So, jetzt ist mal hier komplett weg. Jetzt ist auch der Chuck hier weg. Ich probiere jetzt mal hier den Wandsprung hoch. Nein, warum leckt das da oben? Es ist natürlich schwierig, wenn es da oben auf einmal zu lecken beginnt. Nee, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich. Ja, was sollen die ganzen Hiefhaus denn hier? Das war, glaube ich, Nummer 3 oder war es schon Nummer 4? War auf jeden Fall schon zu viele. Da oben war ja auch eine. Warte mal, klappt hier ein Wandsprung? Ja. Das klappt. Und wie das klappt. So, und da oben auch noch eine. Vielleicht hier mal ein bisschen leiser den Ton. Ich glaube, der stand gerade 1. Nämlich jetzt nicht alles getäuscht hat. Nein. Böser Hifo. Ich komme da auch ohne dich hoch. So, siehst du mich, Chief? Oh ja. Mist. Ach, und Jack hier sieht mich auch. Bringt mir die Unsichtbarkeitskappe nicht viel. Stirbt Jack, ja. Wow. Ich sehe noch einen Schalter, ne?
Ach Mist. Wow, weg da. Komm, das klappt, das weiß ich. Ja, es klappt. Hier ist eine Shell. Wozu ist hier eine Shell? Unnötig. Was steht hier? Ja. Die 5 Zahlen, ja. Ich werde Secrets sind hier auch 20 versteckt, oder wie? Einer Münze hier nachspringen. Theoretisch könnte man ihn ja auch ausnützen. Aber das mag ich nicht. Denn dieser Heave-Ho wirft mich gerne an Orte, die ich eigentlich nicht mag. Okay, das war mal zu kurz. So. Wieder oben. Da vorne ist noch eine Münze. Ne, so weit vorne auch nicht. Da unten auch nicht. So. Wozu bräuchte ich hier Metall? Da ist eine Flugkappe drin, die was fast unerreichbar ist. Da oben ist auch der Bobomb, der die Kanone öffnet. Ach, ich werde hier mal metallig. Ich sehe zwar keinen Grund warum, aber ja. Darunter will ich auch nicht. Das war mal daneben. Hier? Ja. Die 4. Ja, mach mal die Kanone auf. Gibt ja keine Kanone mehr, oder wie? Oh, genau drauf. Hack hier. Chuck hier und Hifo ist schwierig. Nein, du Assi!
Lass mich hier oben. Hier fährst du mir mal nicht nach. Okay, die Kanone ist noch da. Ja, ist nichts. Im Original kamen die Münzen da unten hin. Im Original kamen die Münzen da unten hin, da wo jetzt diese Fire Spears sind. Gibt's hier überhaupt noch blaue Münzen? Oder finde ich sie gerade noch nicht? Irgendwo hier blaue Münzen? Warte mal, funktioniert das? Nee, weil ich zu unfähig bin, aber das geht, glaube ich. Es geht, sage ich jetzt mal. Nee, hier gibt es keine blauen Münzen mehr. Der Schalter ist nötig. Haha. Kriegst mich nicht. Lass mich in Frieden. Auch nicht. Oder schießt mich da hoch? Nee. Ah, okay, es sind vier. Noch eins! Ist da oben in, ja, das wird Extremsprung-Dingens sein, da wird ein Stern oben sein. Ja, da ist ein Stern oben. Alle fragen sich immer, wo Atlantis liegt. Die müssten nur mal Super Mario 64 zocken. Und schon waren alle Fragen beantwortet. Lustig, oder? Stimmt. So, und hier noch ein Chakia. Ah, hier nochmal 10 Münzen. Da unten auch noch eine. IVs fliegen vom Himmel und sterben. So, jetzt ist die Suche nach der 16. roten Münze. Die Frage, wo ist die? Oder weiß ich nicht, vielleicht war es auch die 18. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind.
So, von hier oben jetzt den perfekten Ausblick verschaffen über das komplette Spielfeld, aber ich sehe keine mehr. Wo war noch eine? Vielleicht bei diesem Verschiebepuzzle. Lass mich, du Assi! Schieb ich halt die Kiste weg. Nee, hier war nur ein Stern drin. Hier, wo könnte noch eine Münze sein? Ich war jetzt ziemlich überall. Aber fast überall eine Münze gefunden. Die letzte ist gut versteckt. Nee, sie nicht. Nee, ich bin gerade wieder so blöd, ich weiß. Vielleicht ist sie in der Box unter der Kanone. Also. IV stirbt. Vielleicht da in der Box. Wow. Nee, hier war keine Münze. Theoretisch könnte ich probieren, mich auf die Box da in der Luft zu schießen. Wo ist die? Hier irgendwo. Aber ja. Ich werde jetzt mal in... Boah, in diesen Amp rein. Auch daneben, hier irgendwo. Springst du da weg auch? Aber auf jeden Fall zu kurz. Komm, Weitsprung, Mario, Luigi. Ach, das ist auch ein Stern. Wo ist denn hier bitte? Ja nicht. Es muss doch hier noch irgendwo eine Münze geben. Eine, mehr. Warte mal. Da ist so ein komischer Schatten. Komm, ich brauche für den ganzen roten Münzen hier einen ganzen Part. Okay, sind die auch 20, 20, 18, 16? Wie viel sind sie überhaupt? Auf jeden Fall zu viele. Ja, da war sie, die letzte.
Wie wär's, wenn du dann einen Wandsprung machst, Luigi? Dann machst du halt keinen. Dann nach unten. Das klappt nicht. Nee. Muss so klappen. Luigi, pack doch einen Wandsprung. Nee, er will nicht. Er will nicht, er kann nicht oder er weiß was, das weiß ich was nicht. Ich will jetzt nicht wegen dieser Mütze hier eine Flugkappe holen müssen. Glaub von hier. Hei, nee. Jetzt. Viel zu spät. Hier zu früh. Was? Warum treffe ich die nicht? Klappt von der anderen Seite. Vielleicht ist sie von hier näher. Ich glaube es zwar nicht, aber probieren kann man es ja mal. Nee, von hier packe ich keinen Doppelsprung. Doch. Manchen Stellen klappt da, an manchen wieder nicht. Was soll das? Ja, ich hab sie endlich. Safe State. Komm, hoch da jetzt.
So. Die farblose Invasion, ja, auf jeden Fall. Ja, einen Stern hole ich trotzdem noch. Nee, das klappt nicht, aber hier. So, also hier ganz hoch. Und hier auch noch mal. So. Ah, Hilfe, Kamera. Jack, ja. So. Danke. So weit. Das wird nicht ausgehen. Nee, ich fall runter. Ja, natürlich, fall ich runter, verbrennen mir alles, was ich habe. Das wird so ziemlich genauso ausgehen. Nur ein Weitsprung. Das weiß ich nicht. Auch, warum? Du dich hier nicht seitlich? Ist denn das zu viel verlangt? Ich hatte das doch vorhin auch. Komm jetzt. Das ist doch kein unmöglicher Stern, bitte. Darf die Flamme nur nicht treffen. Nee, Treffer. Geht wieder nicht. Nein! So. Danke. Zwei Sterne nur. Freiwurf für Freiflug. Ja. Mal sehen. Wandsprung Examinar. Den werde ich auch noch machen. Jetzt. Es ging doch mit Seitwärtssprung auch mal. Okay. Wow, wow. Was ist das hier für eine Kamera, bitte? Also die klappt mal gar nicht. Ne, die klappt auf keinen Fall. Ich meine, wie soll ich bitte mit dieser Kamera irgendetwas anstellen? Die kann nicht funktionieren. Die dreht sich im Flug. Ja, okay, ich halte mich einfach mal in nichts an, dann klappt's.
Jahu, das klappt nicht, ne. Warum sind die Kameras gerade so beschissen? Danke, Jack, ja. Ja, Jivo. Nein! Geh weg, Jivo, geh weg, verpiss dich! Jivo! Nee, kann man nicht mehr ausweichen. Safe state mal, dass ich hier bin. Jetzt rennt nicht hin. So. Mich jetzt verarsch mich da. Schon wieder. Wenn Luigi keine Seitwärtssprünge beherrscht, ist das echt schwierig hier. Nee, Luigi beherrscht keine Wandsprünge, wenn er auf dem Schalter ist. Ne, ist ihm zu rutschig. Von dem her auch so ein ziemlich schwieriger Stern. Komm jetzt. Wenn die Kamera auch nicht mitspielt, habe ich ja noch mehr Probleme. Naja, und dann auf dem letzten oben landen. Ja, drehen wir mal wieder die Kamera, so dass sie nicht funktionieren kann. So, danke. So, jetzt habe ich ihn aber. So, das war auch Wandsprung-Examinar und was der letzte Stern ist. Werden wir im nächsten Part erfahren. Also, bis dann und auf Wiedersehen.